So, ja, hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge. Wir nähern uns dem großen Finale, also ich glaube, es sind noch ein oder zwei Folgen, die wir machen werden. Wir sind jetzt wieder in Spanien hier bei den Astellanos oder irgendwie sowas. Ja, der Dulli, der mag uns sowieso nicht, deswegen labern wir. Gehen wir erstmal durch den Schlauch. Good job, George. Ja, wir gehen einfach mal ins Haus, weil wir wollen ja der Gräfin den Kelch wiedergeben. So, was ist das hier denn? Oh. Würde ich doch mal was von nehmen können, nehmen wir, ne? Ein kleiner Spiegel hängt über dem Becken. Oh. Das ist jetzt meiner. Können wir den... Ne, können wir nicht. Ich dachte, wir könnten den nochmal ärgern. Ja, dann geben wir der Alten mal den Kelch wieder. Ach, Senja Stoppard, was für eine Freude. Ja. Bitte, setzen Sie sich. Okay, Boss. Hallo, Frau Gräfin, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bringe Ihnen den Kelch zurück. Ja gut. Oh, Sie haben ihn gereinigt. Ja. Ja, da war dieser hilfsbereite Priester mit dem weichen Lappen. Haben Sie das Rätsel der Tempelritter gelöst? Ja. Nein, noch nicht. Okay, dann. Ich weiß noch nicht einmal genau, was ich eigentlich suche. Es gibt viele Geschichten über Tempelritter, die große Reichtümer heimlich beiseite schaffen. Was auch immer. Alles, was ich weiß, ist, dass ich es nicht den Bösen überlassen will. Nee, ich auch nicht. Ach, noch einmal jung zu sein und in einer Welt mit absoluten Moralbegriffen zu leben. Ja, lass uns mal über den Kelch sprechen. Ich habe etwas Erstaunliches mit Hilfe dieses Kelches entdeckt. In Paris habe ich eine Kirche gefunden, in der man das Wappen erkannte. Ich habe dort das Grab von Don Carlos de Vasconcelos gefunden. Sind Sie sicher? Kann es sich nicht um einen Irrtum handeln? Nee. Das Wappen auf dem Kelch stimmt mit dem auf dem Grab überein. Unglaublich. Ihnen gebührt mein zutiefst empfundener Dank. Ich muss so schnell wie möglich dorthin. Klar, ich wäre glücklich, Ihnen die Stadt zeigen zu dürfen. Oha. Was Nico wohl dazu sagt. Ich habe noch etwas entdeckt, das in den Sarkophag von Don Carlos geschnitzt war. Biblische Stellenangaben. Was für Zitatstellen? Senior Stoppard. Psalmen 32,7, Korinther... Ich bin nicht bewandert genug in der Bibel, um Kapitel und Vers auswendig zuordnen zu können. Was ich meinte war, wie lauten die Zitate? Das habe ich doch glatt zu fragen vergessen. Oh, George! Ich schaue mich mal um, wenn ich darf. Mein Haus ist auch Ihr Haus. Ich werde hier bleiben. Also brauchen wir eine Bibel. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann lag in diesem Mausoleum eine Bibel. Das heißt, die werden wir uns snaggen. Nee, nicht mit dem Opa. Nein. Ich will nicht mit dem Grieskram reden. Hallo Lopez, was macht die Kunst? Senor Stoppard, ich glaube, ich schulde Ihnen eine Entschuldigung. Ja, das glaube ich aber auch. Nein, tun Sie nicht. Hey, was? Ich war unhöflich bei unserem ersten Zusammentreffen. Hören Sie, Lopez, vergessen Sie das ganz einfach. Ich bin hier ja auch reingeschneit wie ein Zeuge Jehovas. Ich hätte mir an Ihrer Stelle auch nicht vertraut. Sie verstehen nicht. Der Fund des Kelches hat meiner Herrin ein ganz neues Leben geschenkt. Es ist ein Wunder. Sie lächelt, sie lacht. Die Kaufleute denken schon, sie sei dem Prozack verfallen. Bis später, Lopez. Adios, Senor Stoppard. Wir wollen die blöde Bibel haben. Mausoleum. Ich würde gerne ins Mausoleum rein. Mausoleum, Sommerhaus, kleine Verwechslung, kann jedem mal passieren. Oh, müssen wir jetzt erst mit irgendwem labern noch? Also ich weiß halt zu 100% aus der letzten Folge noch, Hallo, dass Lopez, da eine Bibel Zeit drin ist. Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Gräfin hat also das Gefühl, dass der Fluch von ihrer Familie genommen wurde. So direkt würde ich das nicht sagen. Ihre Entdeckung des Kelches ist der Beweis, dass die Tempelritter die de Vasconcelos nie im Stich gelassen haben. Das bedeutet meiner Herrin sehr viel. Hm. Ich habe mir Ihren Spiegel ausgeborgt, das stört Sie doch hoffentlich nicht. Nein, Senor. Wenn Sie glauben, dass er Ihnen helfen kann... Bis später, Lopez. Adios, Senor Stoppard.
Ja, dann müssen wir doch vielleicht nochmal mit der. Vielleicht muss sie uns nochmal sagen, dass in dem Mausoleum die Bibel ist. Ich weiß es jetzt auch nicht. Hallo. Hallo nochmal, darf ich mich setzen? Ja. Bitte bedienen Sie sich. Auf gar keinen Fall. Ich schaue mich mal um, wenn ich darf. Mein Haus ist auch Ihr Haus. Ich werde hier bleiben. Vielleicht müssen wir uns den. Nee, den müssen wir uns nicht nochmal. Ja, bin ich ehrlicherweise etwas überfragt. Also, ich sag mal, der gibt uns keinen Hinweis. Ah. Ja, man muss einfach nur richtig gucken. Da ist immer nicht die Bibel. Gut. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße mit dem Wind. Vielleicht können wir das ja hier. George, mach doch mal das Fenster zu. Ja, jetzt geht das oder was? Letztes Mal, als wir das schließen wollten, hat das alles nicht funktioniert. Ist wohl der Schlüssel, den wir suchen. Gut gefangen, George. Die Kerze hat besonders hell gebrannt, aber nur wenige Minuten. Irgendeine besondere Mischung, vermute ich. Das hier ist dabei herausgekommen. Eine komplexe Form, von Expertenhand aus Stein geschnitten. Ich halte es für eine Art Schlüssel. Gut, dann gehen wir mal zu der Gräfin. Und, wir reden mit ihr über die Bibel und vielleicht weiß sie auch was über den Schlüssel. Hallo. Hallo nochmal, darf ich mich setzen? Bitte bedienen Sie sich. Hier ist die Bibel aus dem Mausoleum. In Ordnung. Fangen wir an. Die erste Bibelstelle. Psalmen 32, 7. Du bist mein Versteck. Du rettest mich vor Ärger, mein Versteck. Schrauben Sie Ihre Hoffnungen nicht zu hoch. Das kann uns ebenso gut nur zu dem Versteck führen, wo wir den Kelch gefunden haben. Sie haben natürlich recht. Das nächste Zitat. Okay, Johannes 4, 11. Johannes 4, 11, hier. Der Brunnen ist tief. Das nächste, schnell. Okay. Korinther 4, 5. Hier ist es. Wird bringen ans Licht die verborgenen Dinge. Noch welche? Nur noch eins. Nochmal Psalmen 22, 21. Errette mich vor dem Maul des Löwen. Denn du hast mich erhört unter den Hörnern der Einhörner. Das letzte ist verwirrend. Löwen? Einhörner?
Was bedeutet das? Ich kann es nicht mal raten. Die Kernpunkte scheinen aber das Versteck und der tiefe Brunnen zu sein. Aber ein Mausoleum ist in keinem Sinn des Wortes ein Brunnen, Senior Stoppard. Ja. Gibt es denn einen Brunnen auf dem Anwesen? Ich weiß es nicht. Ich schätze, es muss mal einen gegeben haben. In früheren Zeiten. Lopez ist der Mann, der sich mit allem auskennt, was mit dem Haus zu tun hat. Den müssen Sie danach fragen. Okay, dann auf zu Lopez. Ich schaue mich mal um, wenn ich darf. Ja, mein ja. Haus ist auch Ihr Haus. Ich werde hier bleiben. Ja, tschüss. Dann werden wir jetzt mal mit Lopez reden. Vielleicht weiß der, wo der Brunnen ist. Lalalala, Lopez, wo ist der Brunnen? Hallo. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Wo ist der Brunnen, Junge? Sie müssen doch eigentlich alles über dieses Anwesen wissen, was es zu wissen gibt. Sie. Ich habe mein ganzes Leben hier im Dienste der De Vasconcellos verbracht. Wissen Sie etwas von einem Brunnen hier? Ein Brunnen? Sie, Senor. Das hier war mal eine befestigte Villa. Und wie soll man eine Belagerung ohne Wasser durchhalten? Großartig, wo ist er? Woher soll ich das wissen? Mann. Der Brunnen wurde im vorigen Jahrhundert verschlossen. Er war gefährlich. Und Sie haben keine Ahnung, wo er war? Keine. Er wurde sogar noch vor der Zeit meines Großvaters versiegelt. Aber Sie müssen doch eine vage Ahnung haben, wo er war. Er muss im Innenhof des alten Hauses gewesen sein. Das wäre etwa hier. Hier? Okay, wie können wir ihn finden? Es könnte einen Weg geben. Lassen Sie mich nachdenken. Schon irgendwelche Ideen? Wir suchen nach einer Wasserstelle. Sie? Ja. Richtig. Seit vielen Generationen kennt die spanische Landbevölkerung einen geheimen Weg, Wasser aufzuspüren. Selbst wenn es mehrere Meter unter dem Boden liegt. Oh, Sie reden nicht zufällig von Wünschelroutengängern? Bitte? Sie wissen schon, Sie nehmen sich ein Stöckchen, rennen damit rum, bis es zuckt und da buddeln Sie dann. Ah, Sie haben schon davon gehört. Der größte Teil der Weltbevölkerung auch. Okay, suchen wir uns einen Stock. Uno momento. Es muss eine spezielle Route sein, ein Y von einem Haselnussstrauch. Oh, in Ordnung, haben Sie hier irgendwo Haselnüsse? Sie, hier. Das sind Haselnüsse. Ja, was denn? Wo denn? Offensichtlich sind das Haselnüsse. Ich gehe rüber, um einen brauchbaren Zweig zu finden. Ich kann das einfach nicht glauben. An dem ganzen verdammten Ding ist keine einzige Y-förmige Route. An dem ganzen... So sieht ein... Vielleicht. Ich gehe rüber, um einen brauchbaren Zweig zu finden. Aha. Nice. Gut, und wie benutzen wir den jetzt? Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? So, jetzt habe ich meine Wünschelroute. Und nun? Ganz simpel, Senor. Halten Sie die Route an den oberen Enden des Y fest. Üben Sie ein wenig Druck aus dem Handgelenk aus, sodass die geringste Bewegung der Routenspitze deutlich wird. Und gehen Sie langsam und gleichmäßig über das Grundstück. Das klingt wirklich leicht. Wir werden den Brunnen im 0, nichts gefunden haben. Ja.
Senor Stobart, Sie haben etwas gefunden. Das hier ist es. Hier finden wir den Schatz der Templer. Seit Hunderten von Jahren hier verborgen. Ja, scheiße. Den Blicken der Welt entzogen, bis heute. Geil. Das Geheimnis ist enthüllt. Es ist eine Blechdose. Ich bin hier mit dem Zweig in der Hand rauf und runter gelaufen, um eine Blechdose zu finden? Da steht noch Wasser drin. Das muss die Wünschelrute entdeckt haben. Ich müsste mal einen Archäologen fragen, aber ich glaube nicht, dass die Tempelritter diese Dose hinterlassen haben. Obwohl, Senor Stobart, dieser Rasen vor sehr, sehr langer Zeit angelegt worden ist. Diese Dose könnte sogar noch aus dem Napoleonischen Krieg stammen. Schmeißen Sie sie weg und ich versuch's nochmal. Lopez wirft die Dose weg. Sie scheint sehr, sehr tief zu fallen. Das Platschen am Ende des Falls bestätigt, was wir beide schon vermutet hatten. Da mägt mir doch einer ein Hühnchen. Es war die ganze Zeit hier. All die Jahre und niemand hat es gefunden. Wir stehen einen Moment in ehrfürchtigem Staunen und bewundern all die Geheimnisse um uns herum. Ich hätte da runterfallen können. Die Quelle ist seit Jahrzehnten verschwunden. Die Luft ist kühl nach der Hitze der Mittagssonne. Aber das ist nicht der Grund für die Gänsehaut auf meinen Armen. Ich habe ein wirklich, wirklich schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Dann speichern wir besser mal, ne? Gut, was gibt es denn? In grauer Vorzeit hatte es hier einen Felsrutsch gegeben. Riesige Steine. Ich hätte jetzt gerne einen Schutzhelm. Aus der Entfernung ist der Löwenkopf recht beeindruckend. Von nahem ist er furchterregend. Hey, einer der Reißzähne ist lose. Ich höre, wie sich eine Menge Stein bewegt. Und ich weiß, dass ich in Gefahr bin. Tot? Oh nein. Sehr komisch, ihr Gestörten. Senor Stobart, Senor Stobart. Sind Sie in Ordnung? Ja. Es ist okay, Lopez. Mir geht's gut. Jesus, du mehr als Dada. Sie haben mich erschreckt. Netter Versuch, Templer. Ich wünschte mir, ich hätte Learys Taschenlampe dabei. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Ich muss mich auf meinen Tastsinn verlassen. Fühlt sich an wie eine raue Steinmauer. Ich wurde fast umgebracht und das nur für eine falsche Fährte. Ich wünschte mir, es ist so, fühlt sich an, ich wurde fast... Vielleicht können wir diesen komischen... Ja, das kann ja nicht alles gewesen sein hier. Es ist ein weiter Weg nach unten. Die gleißende Mittagssonne scheint fast senkrecht in den Schacht hinunter und ich kann trotzdem das Wasser noch nicht sehen. Vielleicht können wir ja dieses Licht mit dem... Ich kann den Spiegel benutzen, um das Licht von oben zu reflektieren. Meine Herr. Oi! Da, in der Mitte der Türe kann ich eine Art Dose sehen. Scheint wohl doch nicht die Sackgasse zu sein, nach der es aussah. Ich schiebe den Steinschlüssel ins Schloss. Jetzt geht's auf einmal, oder? Die Schalter dort bewegen sich. Oh nein! Ich kann doch keine Rätsel.